Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Technikvideo hier auf meinem Kanal Peko Bolton. Heute geht es mal wieder um ein Technik-Gadget, welches ich zum Testen zugeschickt bekommen habe, und zwar um dieses kleine Päckchen hier. Das sind mal wieder Smartphone-Linsen zum Anklippen an eure Smartphone-Kamera. Diesmal allerdings von der Firma Snan. Danke schon mal dafür, dass ihr mir diese zum Testen zukommen lassen habt. Ich habe ja vor einiger Zeit mal Smartphone-Linsen von der Firma Tautronics getestet, die ich so mittelmäßig fand, würde ich jetzt mal sagen. Ob sich diese von Snan nun also großartig anders schlagen und ob und wenn ja, wie sehr ihr damit eure Bilder aufwerten könnt, das erfahrt ihr jetzt alles in diesem Review. Viel Spaß! Wieder also mal ein Gadget für die selbsternannten Hobbyfotografen. Wer eine einfache und kostengünstige Lösung zum Erweitern seiner fotografischen Smartphone-Möglichkeiten sucht, findet die Lösung scheinbar in anklippbaren Smartphone-Linsen. So wie beispielsweise diese hier von Snan. Verpackt in einer kleinen Pappschachtel finden sich hier neben den Linsen gleich noch ein Mikrofasertuch zum Reinigen derselben, als auch eine, zugegeben etwas klein geratene, Seitentasche für unterwegs, sowie zwei Plastikclipse, mit denen sich die Linsen einfach und schnell an jedes denkbare Smartphone clipsen lassen sollen. Vorab noch ein paar Worte zu den Linsen selber. Im 3-in-1-Set bekommt man, wer hätte das gedacht, gleich drei Smartphone-Linsen. Die größte der drei soll für einen 180-Grad-Fischei-Effekt sorgen, eine weitere für ein erweitertes Bild via Weitwinkel und eine dritte stellt mit 10-facher Vergrößerung quasi eine Lupe dar und fungiert somit als Makrolinse. Die Linsen selber sind meines Erachtens sehr gut verarbeitet, wirken hochwertig und haben echt Stil. Naja, zumindest die große Fischei-Linse hat es mir designtechnisch irgendwie angetan. Aber auch an der kleinen Kombilinse für Weitwinkel und Makro lässt sich qualitativ erstmal nichts Negatives erkennen. Auch das Gewinde, mit dem aus dem Weitwinkel ganz schnell die Makrolinse wird, geht angenehm leichtgängig. Alle Linsen sind sogar mit einem speziellen HD-Glas, was auch immer das genau bedeuten mag, ausgestattet, welches Reflexionen und Lensflares unterdrücken und dadurch für schönere und klare Bilder sorgen soll. Leider werden die Linsen jedoch nur mit einer Schutzkappe für die Vorder-, nicht aber für die Rückseite geliefert. Das finde ich dann doch etwas schade, sodass ich vermute, dass hier das Mikrofasertuch häufiger zum Einsatz kommen könnte, als einem lieb wäre. Was aber wiederum gefällt, ist die leichte Gummierung der Linsenrückseite, wodurch das Kameraglas des Smartphones gut geschützt ist und sich die Linse einfach auf der Kamera justieren und verschieben lässt. Zum Fotografieren muss nun also nur noch die entsprechende Linse in den Clip geklippt werden und dieser am Smartphone befestigt werden, was in der Praxis auch schnell und einfach von der Hand geht. Die Clipse selber sind dabei komplett aus Plastik und weisen leider keinerlei Gummierung auf. Die Linsen sitzen aber trotzdem fest in den Plastikärmchen, auch wenn ich immer wieder etwas Angst hatte, dass dies aufgrund der Werkstoffwahl nach einigem Wechseln der Linsen nicht mehr garantiert sein könnte. Aber vielleicht ist genau das der Grund, weswegen gleich zwei dieser Clipse mitgeliefert worden sind. Man hat dadurch auf jeden Fall die Möglichkeit, beide Clipse präpariert bei sich zu haben und bei Bedarf einfach nur den Clip auszutauschen, anstatt die ganze Linse wechseln zu müssen. Die Clipse haben ihre Aufgabe bisher problemlos gemacht und halten die Linsen angenehm fest. Testen konnte ich diese übrigens an einem LG G5, Huawei P7, Galaxy S7 und iPhone 5 und bei keinem der vier Modelle hatte ich Probleme, den Clip ordentlich am Smartphone zu befestigen. Wie schlagen sich die Linsen aber nun im Alltag hinsichtlich Bildqualität und Fotoeffekt? Fangen wir mal bei der Fisheye-Linse an. Diese gefällt mir von der Bildqualität her eigentlich ganz gut, ein übertriebener, mega Fisheye-Look bleibt aber aus, weswegen der Effekt abhängig vom fotografierten Objekt mal mehr, mal weniger stark rüberkommt. Benutzt man die Linse aber für eine Szenerie, in der sich der Effekt gut macht, dann kann man mit dieser Linse aber tatsächlich richtig gute Aufnahmen machen. Durch die Verzerrung des Bildes wird dieses zum Rand hin zwar leicht unscharf, was aber durch die fast komplett fehlenden schwarzen Balken wieder gut gemacht wird, welche man normalerweise vom Fisheye kennt. Man muss jedoch auch sagen, dass diese von Smartphone zu Smartphone und gerade deren Kameras unterschiedlich stark ausfallen können. Insgesamt hat mir diese Linse aber ziemlich gut gefallen. Weiter geht es mit der Weitwinkellinse. Diese hat mich nicht ganz so vom Hocker gehauen wie die Fischaugenlinse, da der Weitwinkeleffekt nicht wirklich stark ausfällt und die Linse das Sichtfeld der Kamera somit nur wenig erweitert hat. Hinzu kommt die zum Rand des Bildes auffallende Unschärfe, die gefühlt etwas mehr zum Tragen kommt als bei der Fischeilinse. Insgesamt sehen die Bilder zwar trotzdem okay aus, die Frage ist nur, ob es sich nicht eher lohnt, auf den Weitwinkel und den Aufwand, die Linse vor die Kamera zu klippen, zu verzichten, dafür aber ein komplett scharfes Bild zu haben. Hier seht ihr übrigens auch nochmal einen Vergleich zwischen der Weitwinkellinse und der Weitwinkelkamera, die im LG G5 verbaut ist. Ich denke, hier erkennt man nochmal deutlich den Unterschied, sodass man festhalten muss, dass sich die Weitwinkellinse hier leider nicht ganz so gut schlägt. Die Makrolinse macht allerdings von allen dreien am meisten Spaß, da sich wirklich sehr schöne Nahaufnahmen mit ihr machen lassen.
Sie ist aber auch die anspruchsvollste von den dreien. Ja, eine anspruchsvolle Kameralinse, so etwas gibt es tatsächlich. Denn durch die 10-fache Vergrößerung benötigt man entweder eine ruhige Hand oder ein Stativ, da das Bild deutlich anfälliger für Verruckelung wird, oder man wechselt einfach direkt in den Videomodus. Des Weiteren nimmt der Schärfebereich deutlich ab, das heißt auch der Abstand muss während der Aufnahme möglichst konstant gehalten werden, um das Bild scharf zu halten. Dieser beträgt in der Regel zwischen 1 und 2 cm. Hat man sich damit aber erstmal arrangiert, können wirklich sehr schöne und beeindruckende Bilder entstehen. Beeindruckend deswegen, da sich eine Vielzahl von Details scharf einfangen lassen, wie es ohne eine Extralinse mit einer einfachen Smartphone-Kamera nicht gelingt. Diese Makrolinse hat mir persönlich genau aus diesem Grund einfach am besten gefallen. Mein Fazit: Für den wirklich günstigen Preis gibt es bei diesen Smartphone-Linsen von Snam eigentlich fast nichts zu meckern. Die Linsen überzeugen in Sachen Qualität und Verarbeitung und auch die erhofften Effekte, den die Linsen bringen sollen, kommen größtenteils gut rüber. Lediglich die Weitwinkellinse hat mich nicht wirklich überzeugt. Und auch bei den Plastikklipsen habe ich einfach immer meine Bedenken, dass diese nicht wirklich langzeittauglich sein können. Als Ersatz für richtige Objektive darf man die Linsen natürlich auch keinesfalls sehen, trotzdem sind sie aber eine gute und günstige Alternative und Add-on für eure Smartphone-Knipsen. So, das war's mit meinem kurzen Review zu den Snam Smartphone-Linsen. Wenn euch die Bilder, die die Linsen gemacht haben, gefallen haben und ihr sagt, ich will auch solche Linsen haben, dann schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung, dort sind die Linsen nämlich verlinkt. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann auch einen Daumen runter. Und wenn ihr Lust auf weitere solcher Technikvideos habt, dann schaut einfach mal auf meinem Kanal hier auf YouTube vorbei. Und wenn ihr wollt, lasst einfach ein Abo da. Und wenn ihr euch nochmal zum Vergleich die Linsen von Tautronix anschauen wollt, dann schaut gleich mal in der Endcard. Dort findet ihr auch noch ein anderes interessantes Video. Und ansonsten hoffe ich, hören und sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.